Oh, 2-4. Bille aus Deutschland. Wer verbirgt sich dahinter? Gucken wir mal. Das ist der Andreas. Habe ich nicht schon mal gegen den gespielt? 5 Partien habe ich schon gegen den gespielt. Wann denn? Ich kann nicht erinnern. Lange ist her. So, was sehen wir hier? Wir sehen Sizilianisch. Keine Hauptvariante. Na, das ist was, da kommt Das ist aus der in Kürze. Theorieküche von Harry. Das weiß ich doch. Aha, 3 war jetzt schlecht. C4 hätte machen sollen, aber besser spät als nie. Da spielt sein Kumpel Pentala Hari Krishna, indischer Supergroßmeister. Hat das paar Mal Und ich habe gespielt. gerade Chespis-DVD aufgenommen zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob ich das schon überhaupt sagen darf schon, aber Ja, wieso wahrscheinlich nicht? schon. Klar. Ach so, warst du in Draußen Hamburg? ist sie noch nicht, aber. Wann warst du denn in Hamburg? Oder warst du zu Na, Hause? remote. Ah, klar. Nice. Gerade heute hat er das Englische gemacht und das ist ziemlich genauso Partie von Adams, aber über einen Zug mit H3 verschenkt, aber sonst hat der Adams genauso gespielt. Unter welchem Namen? Sizilianisch mit Dame D4 oder was? Boah, Oder? der Name ist noch nicht ganz geklärt, glaube ich. Ja, es ist im Prinzip, es ist Sizilianisch mit Dame D4, aber es ist eine ganz neue Variante. Also es ist, ja, eben der Hare Krishna hat es ein paar Mal gespielt und dann, aber nicht nur er, Ronjan hat das danach gespielt und Carlsen ein paar Partien. Also es ist wirklich, wirklich große Mode und jetzt schaut es eigentlich schon nach einer normalen Stellung aus. Ja. Es ist so ein bisschen, dass der Moment, wo man Dame E3 spielt, schaut das irgendwie aus wie Anfängerschach. Die Dame steht da den Figuren im Weg und dann, nur später macht das Ganze einen Sinn. Jetzt warte ich immer drauf, dass du mir sagst, was ich mache. Ja, Warum das denn? Nee. von den letzten 3 Partien. Ach Das ist, so. ich sitze da und denke gar nicht nach, sondern warte, welche Figur kommt jetzt? Aber Und das ist doch Autopilot hier für dich. Wie alt ist Markus Rager? Lass mal kurz raten. Warte mal. Markus müsste so Anfang 30 sein. 33? war sehr gut geraten. 33? Ja, Ja. Punktlandung. Tier. Eigentlich Das heißt, ich habe gegen ihn bin. verloren. Wie alt war er da? Nee, 18 muss er da gewesen sein. Genau, 18. das war, wenn wir zum ersten Mal gespielt haben, glaube 15 Jahre her in der Bundesliga. Da war er 18, ja. Meine Güte, da hatte ich schon damals keine Chance, so eine Scheiße. ich. Was ist da los? Eieiei. Welche So viel Platz. Ambitionen hast du zukünftig? Ja, das ist eine gute Frage, Roland. Das ist eine gute Frage, habe ich ihm noch gar nicht gestellt. Ihr könnt gerne auch Fragen raushauen. Ihr könnt auch gerne Frauen raus, also hier reinhauen in den Stream, nicht hauen. Niemals jemanden schlagen, egal welches Ja. Geschlecht oder Alter. Wie alt ist Big Greek? Ich bin nur 2 Jahre älter. So, was war jetzt hier? E5, Springer C5, E5? Was war das denn für ein Zug? Wie ist denn das da? Wow. Geht da was oder geht da nichts? Ja, du wolltest, dass er nimmt und dann ist der Turm D7, Springer B6, solche Geschichten. Mann, das schaut so aus, als ob ich mir dafür. Aber okay, komm, das wird gehen, oder? Nur steht da Ich ganz sag daneben. nichts. Hatanga, mein Lieber, danke dir für den Schau mal, jetzt Follow. passiert was. So Also ich glaube, nimmst es du geht, aber. raus. Ich glaube, ich Ah. muss so rum, damit ich nicht in Läufer F4 reinlaufe. Genau, ich bin so alt, dass ich den Senioren-WM-GM-Titel bei der Senioren-Weltmeisterschaft mir hole. Aber Leute, ich spiele keine Senioren-WM, bevor ich 60 bin. Das geht gar nicht. Senioren-WM mit 50 finde ich lächerlich. Ja, und das ist es ist mittlerweile, sind einfach so viele gute Spieler schon dort dabei, also das Ja, Game-Titel anders leichter zu holen schon. das ist lächerlich. Also, ja, was ist lächerlich, aber. Wirst du noch versuchen, GM zu werden? Leute, das ist nicht mein Ziel. Ich werde Turniere spielen, sobald es wieder vernünftig möglich ist. Ich kann es jetzt ruhig sagen, weil es in dem Zusammenhang passt, weil ich bin jetzt geimpft und wenn es möglich ist, werde ich natürlich auch im Sommer oder in der zweiten Jahreshälfte ein Turnier spielen. Würde ich machen, wenn es passt irgendwie so. Ich will jetzt aber keine Impfdiskussion im Chat, ja, Leute. Mods, keine Impfdiskussion. Ich habe mich zufällig gestern impfen lassen, weil ich drangekommen bin. Auf der Warteliste hatte ich mich gesetzt. Man merkt es mir nicht an, aber ich bin noch ziemlich platt so.
noch ziemlich platt so von der Impfung. Aber gerade geht's. 100 Bits von Kauli, danke dir. Sag mal, Kauli, du bist doch auch nach der Impfung, bist du auch mal eben für 1,5 Tage ins Bett verschwunden, ne? Oder wie war das bei dir nochmal? Du hattest da irgendwas gesagt, geschrieben, glaube ich. Welcher Bek Ja, Roland. Ruhig. Die Frage geht nicht unter. Welche Ambitionen hat Markus? Machen wir gleich nach der Partie. Er spielt doch noch gerade. Ich schreibe es mir auch auf. Hier, pass auf. Ambitionen. Roland, Markus. Ambitionen Markus. Hier. Kann man lesen, ne? Ambitionen Markus. Hier wird es auf meine Partie geschaut, der zwei. Aber du hast die mit dem Chat geredet, also. Hast du was eingestellt? Nein, nein, nein. Du hast einen Bauern mehr. Ja, ich habe einen Baum mehr. Das habe ich ja vor, dass das so bleibt. Aber 30 der folgenden 48 Stunden geschlafen, sagst du? Okay, das ist krass. Dreißig der folgenden 48 Stunden. Ja, nee, das ist einige, dass die total platt sind. Also heute ging es mir für mehrere Stunden nicht so gut. Aber jetzt geht es mir wieder besser. Also bei mir scheint das schneller abzuklingen mit dem Symptom, zum Glück. Weil so vor 4, 5 Stunden dachte ich mir so, oh nee, Stream heute Abend, habe ich nicht so Bock. Aber das konnte ich natürlich nicht mehr absagen, Leute. Den Termin, den hatten wir schon seit 2 Monaten geplant. Und das wollte ich natürlich nicht kurzfristig absagen. Nee, gestern ging es mir gut, Phil X. Den Stream habe ich schon Anfang der Woche abgesagt für Mittwoch. Ich habe auch erst gestern erfahren, dass ich geimpft werde. Ich war auf der Warteliste und bin kurzfristig angerufen. Und wisst ihr, was lustig ist? Nach der Impfung stehe ich an der Treppe. Kommt, guckt mich einer an, so, hey, du bist doch The Big Green. Total geil. cool. Total geil. Und der war genau das gleiche wie ich, der war kurzfristig, wurde der angerufen und ist dann zur Impfung. Total witzig. Ich habe mich mit Johnson impfen lassen. Johnson & Johnson, das, was halt da war für mich. Wollte gerade fragen, ob du aussuchen hast dürfen will. Nee, Mann, also, nee. Darf man nicht, oder? Nicht wirklich. Also, so wie ich das jetzt verstanden habe, nein. Also für mich zumindest. Also nur einmal. Wie viele Abos auf YouTube fehlen noch? Jeremy, das kannst du auch selbst sehen. Irgendwie so 600 oder 700. Der 12-Stunden-Stream, der findet übrigens am 24. Juli statt, Leute. 24. Juli. Da ist der Termin schon festgelegt. Das ist ein Samstag. 100K-Stream. Bis dahin werde ich die 100K voll haben, gehe ich stark von aus. Und dann folgt der großes Stream. Vollprofi, So. freut mich. War 1-0 hier. Ja, ich glaube, Markus muss jetzt erstmal eine Klatsche kassieren. Markus muss erstmal eine Klatsche kassieren hier. Und deswegen kommt jetzt die Herausforderung von TPG. Sollen wir sie kurz schauen bei dir oder? Ach so, können wir auch Oder machen. lass mal. Nee, können wir machen. Gegen Bille. Weil die Kombination war dann schön. Ja, H3 war unnötig, was ich dann gemacht habe. Ich glaube, ich soll sofort C4 machen. Oder Turm D1 wird häufig gespielt, okay. Ja, und dann C4, ja, das ändert nicht viel. Ja. Aber H3 ist ja ein Prophylaxezug, den man sowieso macht in solchen Stellungen, ne? Ja, aber vielleicht wäre das Tempo entscheidend gewesen. Wenn das Tempo, wenn ich ein bisschen schneller bin, kann ich noch mehr Druck machen, aber. Also die Kombination, die er anspricht, die kommt hier E5, saustark. Wie lange hast du dafür gebraucht? Alter, den hast du in 2 Sekunden oder. Nee. Den hat er in 2 Sekunden runtergerasselt. Und das ist ziemlich korrekt hier. E5. Ja, E5 ist schön, ja, weil B6 hängt und D6 hängt und so. Das ist klar, dann kommt das hier. Mit einem sehr, sehr schönen Endspiel. Und wenn er mit dem Bauern nimmt, dann war Turm D7. Nee, E7 der. Ach, hängt. sorry, der Läufer hängt ja. Was für ein Ja. Quatsch. Na, aber die Pointe ist das Springer C5, weil Springer C5 schaut logisch aus, ja? Hat er gemacht, ne? Nee. Ja. Hat er gemacht? Hat er gemacht, ja? Ich dachte aber an E-Schlicht D6 hier. Ja, und da wird gedacht, das Problem ist, dass Ah, einfach die Züge umstellen. Hier geht. Ich dachte an Turm D6. du kannst vielleicht um D6 machen, ja? Das geht dann auch und dann springen mal B6 ist. Ja, Ah, nimmst du gerade C5? das hatte ich berechnet.
Das ist das gleiche wie in der Partie. Ja, Ich habe gedacht, dass ist irgendwie alles das war Gleiche. irgendwie auf Springer B6 fokussiert, auf die Idee und andersrum ist es sich nicht ausgegangen. Ne? Ja, wir haben die gleiche Stellung. Das ist Ja, einfach genau. witzig. Ja, okay, und jetzt ist es Ja, mit dem das ist zu einfach. der gedeckte Freibau, der geht da durch. Ja. Thank you.